Thank you.
arbeitet, ist der Dumme. Wer arbeitet, ist der Dumme und legt nicht mehr für sich und die Seinen den Rücken krumm, sondern für Abkassierer aus aller Welt. 62% der Familien im Bürgergeldbezug haben keinen deutschen Pass. Ihr Bürgergeld ist ein Etikettenschwindel. Es ist ein Migrantengeld, ein Einwanderungsmagnet. Die Bürger können das nicht mehr bezahlen. Es ist Ende der Fahnenstange. Das sollte diese Regierung doch jetzt endlich mal verstanden haben und Wolkenkuckucksheim endlich verlassen. Für die AfD steht der Schutz der Menschen und der Umwelt im Zentrum und nicht, wie bei Ihnen, Ihre Klimahysterie. Eine AfD-Regierung steuert die Zuwanderung, schützt unsere Grenzen und sorgt dafür, dass Recht und Gesetz wieder gelten. Indem mehrfach gerichtlich festgestellte Ausreisepflichtige unser Land auch tatsächlich verlassen müssen. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren. Frau Präsidentin. Wenn ein Herr Müller Frauenkleider tragen will, dann hat er das Recht, das zu tun. Aber dieser Herr Müller hat kein Recht, von allen zu verlangen, dass sie ihn als Frau Müller anreden. Und ganz sicher hat der Staat kein Recht, Strafen gegen jene Bürger zu verhängen, die bei diesem operettenhaften Zirkus nicht mitmachen. Da war eine ganz klammheimliche Freude des parlamentarischen Arms der letzten Generation, also Ihrer Partei der Grünen, als Nord Stream in die Luft geflogen ist. Wir von der AfD, wir stehen nicht an der Seite Russlands, wir stehen nicht an der Seite der Ukraine, wir stehen an der Seite der deutschen Bürger. Und das ist der zentrale und wesentliche Unterschied zu Ihnen. Schreien Sie nicht so rein und machen heiße Luft, sonst wird es nichts mit dem 1,5-Grad-Ziel, liebe Kollegin. Ein bisschen war ich der Auffassung, dass es sich bei dieser Regierung um die schlechteste seit 1945 handelt. Ich muss mich korrigieren, es ist nicht nur die schlechteste, es ist die gefährlichste und schädlichste Regierung, die wir in unserer Republik jemals hatten. Und dieser historische Fehler, der muss endlich korrigiert werden. Jetzt muss Schluss sein mit Ihrem Appeasement gegenüber dem politischen Islam. Wir müssen diesen Staatsfeinden ein für alle Mal klar machen, wer Herr im Haus ist. Und wenn Sie dazu nicht in der Lage sind, dann machen Sie Platz für die, die es können. Die AfD steht bereit. Die vorsichtige Weisheit der Nachhaltigkeit wurde in eine aggressive Hypermoral umgebogen, die direkt oder indirekt auf Enteignungen unseres nationalen, aber auch privaten Vermögens hinarbeitet. Du wirst nichts mehr besitzen, aber glücklich sein, tönt es aus Klaus Schwabs Weltwirtschaftsforum. Und schulden wir nicht dem Klimaflüchtling unseren Wohlstand im Namen globaler und historischer Gerechtigkeit? Das Narrenschiff der sozialistischen Utopie segelt heute unter der Flagge der Nachhaltigkeit. Alle linken Lieblingsideen werden diesem missbrauchten Begriff untergeschoben. Andere Länder haben nicht das geringste Interesse daran, sich von selbsternannten Weltenrettern der Ampel belehren und gängeln zu lassen. Sie gängeln unsere Bürger, sie gängeln unsere Unternehmen und sie gängeln auch noch andere Länder mit ihren weltfremden Ideologien. Dort draußen gelten andere Regeln als auf weltfremden, grünen oder sozialdemokratischen Parteitagen. Ja, eine Brandmauer ist vonnöten. Wir brauchen eine Brandmauer gegen linksgrüne Wirtschaftszerstörung. Das wäre das Gebot der Stunde. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen hier in Karlsruhe bei der AfD-Landesgruppe Baden-Württemberg. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freunde, wir feiern heute ein Fest der Demokratie hier in der Badener Landhalle. Freie Rede, freie Gedanken, die Möglichkeit, ungestraft und unbedroht Kritik, auch knallharte, ungeschönte Kritik zu äußern, Alternativen einzufordern und über die wirklichen Probleme unseres Landes ungeschminkt zu sprechen.
Wo gibt es es sonst noch als bei der AfD, meine sehr geehrten Damen und Herren? So wie es eigentlich üblich ist in jeder Demokratie, in der besten Demokratie aller Zeiten, in der wir ja nach Angabe der Regierung leben. Aber ist es denn tatsächlich die beste Demokratie aller Zeiten, wenn Regierungsmitglieder, Gewerkschaftsbosse und Kirchenfürsten sich gegenseitig aufstacheln und gegen die Opposition hetzen? Und was hat denn sinngemäß die Bischofskonferenz vor kurzem gesagt? Wer die AfD wählt, der kommt in die Hölle, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ja, was für ein Wahnsinn! Sind wir denn im Mittelalter angekommen, meine sehr geehrten Damen und Herren? Ja, wir sind vielleicht nicht im Mittelalter angekommen, aber wir erinnern uns doch an dunkle Zeiten unserer Vergangenheit. Wenn sich 70% der Menschen in einer angeblichen Demokratie nicht mehr trauen, offen ihre Meinung zu sagen, wenn eigentlich nur noch eine Meinung korrekt ist, wenn der Inlandsgeheimdienst eine der wichtigsten Oppositionsparteien überwacht, wo gibt es das eigentlich, dass ein Inlandsgeheimdienst, in welcher westlichen Demokratie gibt es das, dass der Inlandsgeheimdienst die Opposition überwacht? Gar nirgends gibt es das, außer in Deutschland, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und deswegen muss dieser Inlandsgeheimdienst aufhören, die Opposition zu überwachen. Und leben wir tatsächlich in der besten Demokratie aller Zeiten, wenn die Versammlungen demokratischer Parteien gestört werden, wenn dazu sogar von Regierungsmitgliedern aufgefordert wird, dies zu tun, wie da draußen? Wenn Parolen im Land kursieren, unterstützt von Mitgliedern der Regierungspartei, die heißen, kauft nicht bei AfDlern oder verkauft nicht an AfDler. Wenn Farbanschläge auf unsere Häuser der Tagesordnung angehören oder hier auch auf die Halle. Heute Nacht Farbanschläge hier auf die Halle. Übrigens auch die Schilder haben Sie vielleicht gesehen, durchgestrichen mit roter Farbe. Ist das Demokratie, meine sehr geehrten Damen und Herren? Nein, die da draußen kämpfen nicht für Demokratie. Genau das Gegenteil tun sie. Und vor allem ist tatsächlich unsere Demokratie bedroht, wenn Regierungsmitglieder auf Demonstrationen mitlaufen, auf denen Transparente geschwungen werden, auf denen draufsteht, AfDler töten, meine sehr geehrten Damen und Herren. Die einzige und wirkliche Gefahr für unsere Demokratie in unserem Land geht von dieser Regierung aus. Und das haben ja auch schon andere in der Geschichte vorausgesagt. Ich will Sie einfach noch mal daran erinnern, an das, was der italienische Sozialist Silone schon vor langer Zeit gesagt hat. Der hat nämlich gesagt, wenn der Faschismus wiederkehrt, dann wird er nicht sagen, ich bin der neue Faschismus, sondern dann wird er sagen, ich bin der Antifaschismus. Und genau das ist das, was in unserem Land derzeit passiert. Und was wird uns denn vorgeworfen? Uns wird vorgeworfen, wenn die AfD an die Regierung kommt, dann geht es abwärts mit unserem Land. Dann frage ich mich, was ist denn eigentlich im Moment in unserem Land los? Ist die AfD tatsächlich dran schuld an der riesigen Inflation, die wir haben? Ist die AfD an der Wohnungsnot in unserem Land schuld? Ist die AfD daran schuld, dass unsere Unternehmen und damit die Arbeitsplätze Deutschland massenhaft verlassen? Ist die AfD daran schuld, dass nach Aussage der Europäischen Zentralbank die Deutschen die Ärmsten im Euroraum sind? Ist die AfD daran schuld, dass wir die weltweit niedrigste Wohneigentumsquote haben? Ist die AfD daran schuld, dass die Menschen in Deutschland die niedrigsten Renten haben in Europa und trotzdem am längsten arbeiten müssen?
Natürlich, natürlich sind wir nicht daran schuld, sondern wir sind diejenigen, die dafür sorgen werden, dass dieser Wahnsinn beseitigt wird, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und deshalb haben wir auch ein Sofortprogramm von der AfD-Bundestagsfraktion aufgelegt, in dem wir ganz klar dargestellt haben, was wir sofort tun werden, wenn wir in Deutschland Regierungsverantwortung übernehmen. Ich will Ihnen nur ein paar Dinge dazu sagen, der Rest wird dann sicherlich von meinen Kollegen dann noch gemacht werden. Aber ein paar Dinge sind mir wichtig. Eines ist völlig klar. Das Erste, was wir tun werden, wir werden die Steuern in Deutschland massiv senken. Denn es ist genügend Geld da. Es ist genügend Geld da. 1.000 Milliarden Euro nimmt diese Regierung im Moment ein. 1.000 Milliarden Euro. Und warum reicht es nicht? Weil diese Regierung unser Geld in alle Welt verschenkt, meine sehr geehrten Damen und Herren. Was für ein Wahnsinn! Wir werden dafür sorgen, dass die Energiepreise senken. Denn wissen Sie eins, bei den Energiepreisen in Deutschland sind 70%, können Sie auf Ihrer Stromrechnung schauen, auf Ihrer Tankrechnung schauen, 70% der Energiepreise in Deutschland sind nichts als Steuern und Abgaben. Und deswegen ist diese Regierung direkt an den hohen Energiepreisen schuld. Das werden wir ändern, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und vor allem werden wir dafür sorgen, dass unser Geld zunächst einmal für unsere Bürger zur Verfügung steht. Und wir werden dafür sorgen, dass es in Zukunft keine Entwicklungshilfe mehr für China gibt, dass es keine Entwicklungshilfe mehr für die Taliban gibt, für eine Terrororganisation. Was für ein Wahnsinn, meine sehr geehrten Damen und Herren! Und wir werden auch dafür sorgen, dass es in Zukunft keine Millionen von Euro mehr für E-Rikscha-Führerscheine in Indien gibt, meine sehr geehrten Damen und Herren. Oder für gendersensible Männerarbeit in der Karibik oder für grüne Kühlschränke in Kolumbien, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wie viele Menschen gibt es in Deutschland, die sich keinen neuen Kühlschrank leisten können? Und wir geben hunderte Millionen Euro aus, um Kühlschränke in Südamerika zu kaufen. Damit werden wir Schluss machen. Und der letzte und wichtigste Punkt für mich ist, die größte Schande in unserem Land ist es doch, dass Kinderreichtum der größte Armutsrisiko in unserem Land ist. Und deshalb werden wir dafür sorgen, dass in Deutschland in Zukunft eine Normalverdienerfamilie ab dem dritten Kind keine Steuern mehr bezahlen muss, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum dann diese ganze Diffamierung gegen uns? Es geht bei dieser Hetze im Kern überhaupt nicht um die AfD. Es geht um jeden, der die Regierung kritisieren will. Jeden Regierungskritiker mundtot zu machen. Es geht gegen jeden Einzelnen von uns, der diesen Wahnsinn in unserem Land nicht mehr mitmachen will und der anfängt, die Regierung zu kritisieren. Es geht gegen die Bauern, es geht gegen die Handwerker und es geht wirklich gegen jeden Bürger, der hier aufsteht und sagt, stopp, diese Regierungspolitik will ich nicht mehr. Der soll diskreditiert werden, soll mundtot gemacht werden und wir werden das nicht zulassen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und deshalb ist es wichtig, dass wir alle zusammen an dieser 180-Grad-Wende arbeiten, die unser Land braucht. Und ich sage Ihnen eins, wir alle gemeinsam werden uns unsere Demokratie in diesem Land zurückholen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Denn wir, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir sind das Volk. Herzlichen Dank, dass Sie heute alle den Mut bewiesen haben,
und hierher zu unserer Veranstaltung gekommen sind, meine sehr geehrten Damen und Herren. Lassen Sie uns gemeinsam, alle gemeinsam dafür sorgen, dass es in Zukunft in Deutschland jeden Tag viele unzählige Feste der Demokratie geben wird, meine sehr geehrten Damen und Herren. Sie haben heute die Gelegenheit, 6 der 9 Abgeordneten unserer Landesgruppe der AfD-Bundestagsfraktion hier in Baden-Württemberg sprechen zu hören. Sie werden sehen, dass wir ein breites Spektrum abbilden in allen wichtigen und zentralen Fragen unseres Landes. Sie werden dann im Anschluss an unsere Reden auch noch die Möglichkeit haben, dort draußen an den Tischen, die aufgestellt sind, im Foyer mit uns ins Gespräch zu kommen, uns Fragen zu stellen und auch Anregungen an uns weiterzugeben. Und Sie werden sehen, welche Vielfalt von Themen wir haben und dass wir die Lösungen haben. Es wird ja immer gesagt, wir, die AfD-Bundestagsfraktion, die hat keine Lösungen, die meckert immer nur rum. Nein, das stimmt nicht. Hier ist unser 10-Punkte-Programm, was wir ändern werden, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und wenn wir das umsetzen, wird es Deutschland deutlich besser gehen. Das verspreche ich Ihnen. Denn wir, die AfD-Bundestagsfraktion, wir sind die einzigen im Parlament, die tatsächlich unser Recht, unsere Sicherheit, unseren Wohlstand und vor allem unsere Freiheit in diesem Land verteidigen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Weil wir sind die Einzigen, die sich an den Spruch, der auf dem Reichstag oben drauf steht, nämlich dem deutschen Volke hält, unser Land und unsere Bürger zuerst. Herzlichen Dank, meine sehr geehrten Damen und Herren. So, vorgestellt habe ich mich natürlich noch nicht, das habe ich vergessen. Mein Name ist Marc Bernhard. Ich bin der Landesgruppensprecher und deswegen habe ich jetzt auch die Eröffnung gemacht. Aber jetzt habe ich die große Ehre, meinen Stellvertreter als Landesgruppensprecher Jürgen Braun, unseren menschenrechtspolitischen Sprecher, ganz herzlich bei uns zu begrüßen. Herzlich willkommen, Jürgen Braun. Vielen Dank, ja. Jetzt habe ich mich gerade gefragt, was kann ich jetzt noch sagen, ja? Eigentlich können wir uns jetzt schon mal nach draußen begeben und ein bisschen entspannt was trinken. Ist ja herrliches Wetter. Ich finde das unglaublich, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass Sie bei diesem super Wetter hier alle gekommen sind und dass die Badener Halle, Badener Landhalle voll ist. Das finde ich unglaublich stark. Es sind auch, glaube ich, inzwischen alle reingekommen, inzwischen oben auch alles besetzt. Es ist grandios, ja, ich grüße die Empore, tolle Stimmung, so muss das sein. Und lassen Sie sich nicht, und das ist das Besondere, dass auch viele Bürger dabei sind, die zum ersten Mal die AfD-Bundestagsfraktion hier erleben, zum ersten Mal die Chance haben, uns zu erleben, trotz eben dieser seltsamen Menschen draußen, die behaupten, sie hätten etwas für Demokratie übrig. Es wäre die erste Demokratie, wo die Opposition nicht mehr existiert, wenn diese Leute sich durchsetzen. Das sind die Feinde unserer Demokratie draußen, das sind die Verfassungsfeinde. Wir stehen zum Grundgesetz, wir sind die Partei der Freiheit und der Demokratie in Deutschland, meine Damen und Herren. Ja, mein Name ist Jürgen Braun, ich komme aus der Stuttgarter Gegend und wir bilden ja hier die Einheit ab. Ja, ursprünglich kommen wir aus Nordrhein-Westfalen, Familie ist aufgewachsen, jetzt die Kinder sind aufgewachsen, über 25 Jahre im Stuttgarter Raum und wie es sich gehört, in einer ordentlichen baden-württembergischen Familie. Meine Tochter, unsere Tochter,
Die hat einen Karlsruher Ingenieur geheiratet. So gehört sich das. So, das ist Vereinigung in Baden und Württemberg. So muss das sein. Und ich bin inzwischen auch dank dieses Karlsruher Ingenieurs, bin ich auch stolzer, doppelter Opa, Großvater. Deswegen arbeiten wir. Das ist immer die Frage, warum machst du das eigentlich? Warst doch in einem guten Beruf, hast viele, viele interessante Sachen gemacht. Ja, weil wir ein Deutschland wiederherstellen wollen, eine Bundesrepublik Deutschland, in der ich aufgewachsen bin, in der ganz viele von Ihnen aufgewachsen sind, in Freiheit, Demokratie und Wohlstand. Und diese Bundesrepublik Deutschland ist von den Regierenden, inklusive CDU, CSU, in Gefahr. Wir sorgen dafür, dass unser Land wieder die Chance hat zu einem Land mit Wohlstand, mit Freiheit, mit selbstverständlicher Sicherheit und Frieden zu werden. Wir wollen unser gutes Deutschland, unsere Bundesrepublik Deutschland wieder zurück. Darum geht's. Und dann fragen mich immer wieder Leute, du machst Menschenrechte, bist der verantwortliche Sprecher für Menschenrechte im Deutschen Bundestag, für die AfD-Fraktion und das seit über 6 Jahren. Ja, könnte ich jetzt antworten, warum warum machst du das? Dann geht es immer ums Ausland, da geht es um andere Länder bei den Menschenrechten. Ja, könnte ich jetzt sagen, muss ja einer machen. Einer muss ja diesen Job auch machen und den Grünen erzählen, dass sie nicht die ganze Welt belehren können und dass sie im Grunde genommen sich lächerlich machen in weiten Teilen der Welt mit ihren Forderungen. Ja, das kann man natürlich machen. Aber es geht auch um Deutschland. Es geht auch um Deutschland. Und das ist das Besondere inzwischen. Das hat sich verändert in unserem Land in den letzten Jahren. Die Menschenrechte sind auch in Deutschland in Gefahr. Durch diese Regierung, die wir hier haben. Wir haben eine Situation, die haben wir vor kurzem uns nicht träumen lassen. Sie können es jetzt nachlesen in den Corona-Protokollen. Die Menschenrechte sind seit 1949 in der Bundesrepublik Deutschland noch nie so in Gefahr gewesen und noch nie so verletzt worden wie in den 3 Corona-Jahren. Und wir sprechen das an. Wir schweigen nicht. Und nur mit der AfD gibt es die Aufklärung über das Corona-Unrecht, was passiert ist. Wir sind die Einzigen, die das konkret und immer wieder fordern. Wir wollen daran erinnern, wir vergessen nicht. Menschenrechte seit 1949, Menschenrecht auf Versammlungsfreiheit, Grundrechte, auf Bewegungsfreiheit, auf allgemeine Handlungsfreiheit, körperliche Unversehrtheit. Jawohl, körperliche Unversehrtheit ist in Gefahr gewesen durch diese Bundesregierung. Wir haben die Impfpflicht verhindert, wir waren es. Und natürlich die Meinungsfreiheit, wo selbst im Internet oder auf der Straße gegen die Meinungsfreiheit vorgegangen wurde, wo man das Grundgesetz nicht hochhalten durfte, sonst war man illegal, man musste festgenommen werden. Ja, und es geht um ganz normale menschliche Dinge. Ganz normale menschliche Dinge wurden verhindert. Besuche in einem Nachbarkreis gab es teilweise nicht. Ganz normale menschliche Dinge wurden verhindert. Besuche. Danke, es gibt Dinge, die kann man einfach auch mehrfach hören. Ja, das ist einfach, das bleibt einfach richtig. Ja, vielen Dank. Das machen wir jetzt so. Wir machen jetzt einfach die Wiederholung von jedem Satz nochmal. Das ist, dann sind wir irgendwann Mitternacht auch fertig, ja, mit dieser Veranstaltung. Ja. Stellen Sie sich vor, wir haben hier einen Ministerpräsidenten namens Kretschmann, der ist gelernter Maoist, ja, und Lehrer. Ja, und damit er dann in den Schuldienst gekommen ist, ist er als erwachsener Mann dann irgendwann schnell wieder verschwunden und war nicht mehr Maoist, angeblich. Aber wer einmal Maoist ist, der bleibt es auch. Und zwar, das ist der Punkt. Das vergessen wir nicht. Und dieser Mann war stolz darauf, dass wir Ausgangssperren in diesem Land hatten, in Baden-Württemberg, über Monate. Wir sind nicht stolz darauf.
Wir sagen, diese Ausgangssperren waren Unrecht und es muss aufgearbeitet werden, wer schuld daran ist, dass Menschen in diesem Land über mehrere Winter eingesperrt worden sind. Bitte vergessen wir nicht, auch im Oberrheintal hier in Karlsruhe, wo ganz selten Schnee ist, ja, aber die Hänge des Schwarzwaldes sind in der Nähe. Und in ganz Baden-Württemberg hat diese grün-schwarze Landesregierung die Polizei eingesetzt über Monate, um das Schlittenfahren zu verhindern von Familien an frischer Luft. Das wurde stolz berichtet in Polizeiberichten. Man habe wieder so und so viele Störer daran gehindert, Schlitten zu fahren. In welchem Land haben wir eigentlich gelebt? Wir vergessen das nicht, wir wollen die Aufarbeitung. Die Menschenrechte und Grundrechte sind der Kernbestand der Demokratie. Und sie stehen deshalb am Anfang des Grundgesetzes, weil sie eine besondere, herausragende Bedeutung haben. Und wir müssen uns diese Grundrechte in unserem Land wieder zurückholen, meine Damen und Herren. Und dann gibt es noch etwas anderes in der Demokratie. Es gibt nämlich eine Opposition in einer Demokratie. Das unterscheidet die freiheitliche Demokratie und den Rechtsstaat von einer Diktatur. Eine Regierung gibt es überall. Eine Regierung haben sie auch in Nordkorea, im Iran oder in China. Aber eine freiheitliche Opposition, die sich betätigen kann, das ist das Kennzeichen der Demokratie. Und wir haben mit der AfD, mit der Alternative für Deutschland, wir haben endlich wieder eine Opposition in unserem Land. Das ist schon mal ein ganz großer Fortschritt, ein riesiger Fortschritt. Und ich sage das auch an die Adresse, wenn Sie denn hier sind, von Journalisten vom SWR Südwestrundfunk. Ich sage das an deren Adresse. Begreifen Sie endlich mal, Sie sind nicht der Regierung verpflichtet. Sie sind der Demokratie und der freien Berichterstattung verpflichtet. Dieses Land muss eine neue Blüte der Freiheit erleben mit der Alternative für Deutschland. Und wenn die öffentlich-rechtlichen Anstalten nicht endlich begreifen, dass sie neutral, objektiv und sachgetreu berichten müssen, dann müssen sie aufgelöst werden. So einfach ist das, meine Damen und Herren. Und ich sage das aus gutem Grund. Sie können eigentlich jeden Tag was finden, aber mir ist jetzt eine Sache besonders Erinnerung, weil ich nun mittlerweile auch 11 Jahre Mitglied dieser schönen Alternative für Deutschland bin, der einzigen Oppositionspartei in unserem Land. Ja, 2013 im Sommer bin ich Mitglied geworden. Und da gab es einen Kommentator, der hat sich aufgeregt über Proteste von Bauern und anderen. Der hat gekennzeichnet, es sei unerhört, dass eine Regierungspartei wie die Grünen eine Veranstaltung nicht in Ruhe machen könne. Der Skandal war, und das wurde rauf und runter, das wurde um 20 Uhr in der Tagesschau gebracht, wo angeblich die wichtigsten Ereignisse der Welt behandelt werden. Um 20 Uhr wurde berichtet aus meinem Wahlkreis in Schorndorf, Ricarda Lang wurde beschimpft. Ricarda Lang wurde beschimpft. Weltnachricht für alle. Für alle in Deutschland. Für alle in der Welt. In Schorndorf. Ricarda Lang wurde beschimpft. Ja, wir von der AfD, von der Alternative für Deutschland, wir sind seit 11 Jahren froh, wenn wir nur beschimpft werden von diesem Gesindel da draußen. Ja, verdammt nochmal. Ja.
Die Grünen, die sogenannten Grünen, die Grünlinken, sie sind es nicht gewohnt, dass man andere Meinungen vertritt. Das sind die geborenen, entwickelten Undemokraten. Das sind typischerweise verzogene Kinder, denen man nicht gesagt hat, du musst auch die Meinung eines anderen respektieren und am besten auch bitte mal die Meinung von Leuten, die es besser wissen, die nämlich im normalen Beruf gearbeitet haben, die etwas können. In dieser Woche im Deutschen Bundestag, 2 Tage gerade mal her, Donnerstagabend, pöbelten die anderen Parteien bei einer Rede von mir mal wieder, vor allem natürlich Grüne und SPD. Warum haben die ununterbrochen rumgeschrien? Weil ich die angebliche deutsche Schuld bezweifelt habe. Ich bezweifelte kurz gesagt, dass der deutsche Kaiser Wilhelm II. Schuld sei am Völkermord in Ruanda 1994. Ein schrecklicher Völkermord in Afrika, 80 Jahre nach dem Ende der deutschen Kolonialzeit. Aber Deutschland soll Schuld tragen daran, angeblich, meinen die anderen Parteien. Und dann wird geschrien. Und dann wird sogar geschrien von der Regierungsbank. Und das Irre im Deutschen Bundestag heutzutage im angeblichen Hohen Haus ist, dass kein Parlamentspräsident, der da amtiert, wir haben ja keinen, ja, wir dürfen ja nicht, ruft die zur Ordnung. Wissen Sie, in Bonn und lange Zeit auch in Berlin, bis wir ins Parlament gekommen sind, war es selbstverständlich. Das sind die Regeln im Parlament. Die Regierung ist nur zu Gast, genauso wie der Bundesrat im Plenum. Wenn ein Abgeordneter, der Minister ist, etwas zwischenrufen will, dann soll er gefälligst sich in seine Fraktion setzen. Dann darf er dazwischenrufen. Die Regeln des Deutschen Bundestages sind ganz eindeutig. Die Regierungsbank hat zu schweigen. Selbst ein Helmut Schmidt, der mal den Spitznamen in seiner politischen Jugend hatte, Schmidt-Schnauze, hat als Bundeskanzler oben gesessen und geschwiegen. Und wenn ein Regierungsmitglied in Bonn oder Berlin einmal einen Zwischenruf gemacht hat, dann gab es sofort das Eingreifen des Bundestagspräsidenten mit dem Hinweis, bitte schweigen Sie auf der Regierungsbank, Sie dürfen keine Zwischenrufe machen. Die parlamentarische Auseinandersetzung findet unter den Fraktionen, unter den Abgeordneten statt und nicht mit den Gästen von der Regierungsbank. Und Helmut Schmidt hat dann die Notlösung gewählt und hat sich dann hinter der Bild-Zeitung oder der Frankfurter Allgemeinen Zeitung versteckt. Aber er hat geschwiegen, er hat Disziplin gezeigt. Aber was haben wir für eine Bundesregierung, die nicht in der Lage ist zu schweigen, wenn sie etwas hört von mir in dem Fall, was sie nicht hören will, wie kleine Kinder. Klein Annalena möchte ungestört Unsinn erzählen und Klein Annalena verbittet sich Widerspruch. Und wenn Klein Annalena auf der Regierungsbank nicht sitzen würde, sondern woanders zu Hause, wahrscheinlich wird sie sich wie andere kleine Mädchen die Ohren einfach zuhalten. Ja? Und wissen Sie, meine Damen und Herren, ich gelte allgemein, selbst bei meiner Frau und den Kindern, als ein freundlicher Mensch. Ja? Auch wenn ich mich manchmal geärgert habe in den Jahren vor der AfD, aber sie haben gesagt, okay, Papa, kümmere dich mal drum um die Sachen in der Welt, wenn du das willst. Und da habe ich aber doch mal der Annalena gesagt, als sie noch mal dazwischen gerufen hat, Frau Baerbock, halten Sie endlich mal die Klappe. Und das war notwendig. Wir haben keine Angst vor der Auseinandersetzung. Wir sind die Partei, die in Deutschland dafür sorgt, dass friedliche und freiheitliche Auseinandersetzung wieder stattfindet. Und es ist normal, dass Menschen unterschiedliche Ansichten haben. In den besten Familien kommt es so vor, das gehört dazu. Und es ist lebendige Demokratie, wenn eine Opposition die Dinge anspricht. Dafür sind wir von Ihnen in den Deutschen Bundestag geschickt worden. Das ist unser Job, darum kümmern wir uns. Und wir sagen ganz klar, wir schweigen nicht zu dem, was die Grünen erzählen. Wir schweigen nicht zu den grünen Wahnideen, wenn die ganze Welt neu erfunden wird von dieser grünen Weltuntergangssekte. Ein neuer deutscher Größenwahn, der nur dazu führt, dass Deutschland zerstört wird. Deutschland rettet die Welt. Das winzige Deutschland soll angeblich ohne Industrie
dann gut sein, ja? Dann geht es den anderen hervorragend. Wissen Sie, es ist eine Traumwelt. Es ist eine Welt, die da beschworen wird, die zu Wohlstandsverlusten bei uns führt, zu Armut führt und vermutlich dann auch zu schweren Auseinandersetzungen. Und ein Land, das wird überschwemmt dank Angela Merkel von illegaler Migration. Und das Land wird jetzt dank Angela Merkel und ihrer Nachfolger in die Armut getrieben, die Deindustrialisierung läuft. Und trotzdem sollen wir das gut finden. Und die öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten, der SWR und wie sie alle heißen, die finden das auch noch gut. Und wenn Sie diese Sendungen anschauen, was die Bundesregierung alles Tolles macht, dann können Sie nur noch an ein Märchen denken. Und das Märchen heißt Des Kaisers neue Kleider. Im April des Jahres 1837 von Hans Christian Andersen in Dänemark geschrieben. So alt, fast 200 Jahre alt. Wenn man sich das anguckt, das beschreibt die Wirklichkeit in unserem Land wie kaum etwas anderes. Und dort kommt immer wieder vor, Gott, wie unvergleichlich sind des Kaisers neue Kleider. Er war aber nackt, er war eitel und er war der Meinung, er brauche ständig Kleider, neue Gewänder. Andere bauten Schlösser, er wollte immer neue Kleider haben. Und dann sagten alle, was ist er doch schön mit seinen neuen Kleidern. Und tatsächlich hatte er nichts an. Und Andersen hat geschrieben, keiner wollte es sich anmerken lassen, dass er nichts sehen konnte. Dann hätte er ja für sein Amt nicht getaugt oder wäre sehr dumm gewesen. Und dann ändert sich die Situation. Aber er hat ja gar nichts an, sagte da ein kleines Kind. Verblüffung, Entsetzen aller Orten. Ja, er hat ja gar nichts an. Das stimmt ja. Das ganze Volk rief schließlich, er hat ja nichts an, der Kaiser ist nackt. Aber die Prozession der Anhänger und Mitarbeiter des Kaisers ging weiter. Man wollte sich in ihrem Wahn nicht stören lassen. Die Prozession des grünen Wahns wird weitergehen. Wir sagen, wir sind das Kind, das die Wahrheit ausspricht. Wir sagen das, was jeder eigentlich sehen könnte. Der Kaiser ist nackt, diese Regierung ist nackt, diese Regierung muss weg. Die CDU-CSU in Baden-Württemberg darf auch nicht mehr in die Regierung. Wir erkennen die Wirklichkeit und sagen, kommen wir zurück zur Realität. Deutschland braucht die Alternative. In der Opposition, aber Deutschland braucht irgendwann diese Alternative für Deutschland, auch in der Regierung. Vielen Dank, meine Damen und Herren. So, meine sehr geehrten Damen und Herren, jetzt kommen wir zu unserem kulturpolitischen Sprecher. Hier auch aus Karlsruhe, Dr. Marc Joggen. Herzlich willkommen. Vielen Dank, lieber Marc Bernhard. Herzlich willkommen Ihnen allen auch von meiner Seite und Glückwunsch, dass Sie es heute hier auf die Insel der Vernunft und des gesunden Menschenverstandes geschafft haben, in einem Meer oder sollte man sagen, einem Sumpf des politischen Irrsinns und der Ideologie, die sich hier mittlerweile in Deutschland ausgebreitet hat. Wir sind genau deshalb den anderen ein Dorn im Auge. Sie wollen uns weghaben. Sie wissen, uns wird der Bundestagsvizepräsident vorenthalten, uns werden Ausschusssitze vorenthalten. Jetzt wird noch ein Verbotsverfahren sogar gegen die AfD angestrengt, und zwar, weil wir diejenigen sind, die ihre Kreise, ihre Kartellmachenschaften stören und endlich Vernunft hier in den politischen Diskurs wieder einbringen. Und deswegen wollen sie diese Insel wieder versenken. Aber ich garantiere Ihnen, wir werden nicht ruhen und rasten, bis wir diesen Sumpf trockengelegt haben und dieses Land der Vernunft und des gesunden Menschenverstandes alles bedeckt. Und dass wir dann wieder auch eine bürgerliche Politik für die Bürger unseres Landes machen.
Meine Themen im Bundestag, das sind ja Bildung, Kultur und Medien, also genau die Bereiche, wo diese Ideologien alle ausgebrütet werden, bevor sie dann in den anderen Bereichen, in den anderen Ausschüssen und von den Ministerien dann eben in Gesetze gegossen und werden und zu den Fehlentscheidungen führen, diesen gravierenden und der schädlichen Politik, die wir alle beobachten. Ob das jetzt nun Green Deal ist, Verbrennerverbot, Verbot von Gasheizungen, ob Gender Gaga oder Multikulti-Dogma, das mit dem ja die Massenmigration gerechtfertigt wird in unser Land, alles das, das ist zunächst einmal in Universitäten oder irgendwelchen sogenannten Denkfabriken ausgedacht worden. Und ist dann von der Politik übernommen worden und wird dann über die Mainstream-Medien in das Volk sozusagen hineingebracht, durch ständige Wiederholung den Leuten in die Köpfe eingetrichtert. Und keine Idee ist so verrückt und so abwegig und schädlich, dass die Propaganda, die wir leider erleben müssen, sie nicht völlig schamlos übernehmen würde und verbreiten würde. Und diese Ampelregierung, die, ja, ich sage das so offen, nach normalen früheren Maßstäben eigentlich linksradikal genannt werden muss, die setzt diese dann, Ideen dann ins Werk um. Jüngstes Beispiel, Sie haben es vielleicht mitbekommen durch die Berichterstattung, gestern im Bundestag wurde es tatsächlich beschlossen, dieses sogenannte Selbstbestimmungsgesetz. Sie haben es tatsächlich getan, Sie haben diesen Wahnsinn, diese Verrücktheit umgesetzt. Fortan kann wirklich jeder praktisch beliebig oft sein Geschlecht wechseln, wie es ihm gerade oder ihr gerade gefällt, durch eine einfache Willensentscheidung, durch einen Beschluss. Die biologischen Tatsachen, was kümmern sie uns noch länger, die spielen überhaupt keine Rolle mehr. Aber, meine Damen und Herren, ich werde bestimmt nicht zu einer Frau, indem ich mir eine Perücke aufsetze oder jetzt Kleider trage, und eine Frau wird auch nicht zu einem Mann, indem sie sich einen Bart oder sonst irgendetwas anklebt und Männerkleidung trägt. In welchem Irrenhaus sind wir eigentlich gelandet, dass man so etwas überhaupt erklären muss, liebe Freunde? Aber es ist wirklich so, demnächst wird jeder, werden wir alle, Sie oder ich, wenn wir jetzt einen Herrn, der sagt, behauptet, er ist eine Frau und sich das hat beglaubigen lassen, wenn Sie den weiterhin einen Mann nennen, bis zu 10.000 Euro Strafe bezahlen. Das ist noch der Anfang. Das geht ja weiter. Was hat denn das alles für Konsequenzen? Man sieht es schon in Ländern, die ähnlich verrückt waren wie Deutschland, wo aber schon die Erfahrungen jetzt gemacht sind, von denen wir eigentlich hätten lernen müssen oder die Ampel hätte lernen müssen. Da sieht man ja schon die Konsequenzen, dass sich Verbrecher, also solche, die sich an Frauen vergangen haben, Vergewaltiger, die lassen sich jetzt sozusagen umdeklarieren und werden in Frauengefängnisse eingewiesen und können dort weiter ihr Unwesen treiben. Sozusagen die Schutzräume für Frauen, die gehen verloren. Vom Sport rede ich ja gar nicht, wo dann Transfrauen sozusagen den Wettbewerb in den Frauendisziplinen völlig ad absurdum führen und dort alle Medaillen abgreifen. Aber wirklich ernst wird es, wenn wir jetzt auf die Kinder schauen. Wenn wir uns betrachten, dass tatsächlich jetzt Kinder ab 5 Jahren bereits, wenn die Eltern so verrückt sind und diese Kinder dazu überzeugen und überreden, dann in einem anderen Geschlecht erzogen werden können. Der Junge wird als Mädchen erzogen, das Mädchen als Junge, das hat das Kind angeblich selbst so gewollt, Selbstbestimmung, Sie müssen sich das vorstellen, und wird dann so in dem Sinne erzogen. Welcher Schaden kann denn den Kindern auf diese Weise zugefügt werden? Und noch schlimmer, ab dem 14. Lebensjahr ist es dann möglich, dass sich die Jugendlichen in dieser sensiblen Entwicklungsphase, wo manch einer so eine Identitätskrise auch durchmacht, da können die sich dann sozusagen gegen den Willen der Eltern für eine Geschlechtsumwandlung mit
Pubertätsblockern, Operation und allem, was dazugehört, entscheiden. Und die Eltern können nichts dagegen machen. Kinder, Jugendliche, die vorher in Internetforen von diversen Influencern soweit beeinflusst und getrieben worden sind. Meine Damen und Herren, das ist nichts anderes als ein Massenexperiment an unserer Bevölkerung, das die Regierung hier durchführt. Das ist ein Verbrechen an den Heranwachsenden, an dem diese ein Leben lang häufig zu leiden haben werden. Und die AfD-Bundestagsfraktion wird alles dafür tun, dieser perfiden Schädigung unserer Jugend Einhalt zu gebieten und dieses Gesetz wieder abzuschaffen, wenn wir regieren. Deshalb habe ich im Bildungsausschuss auch schon mehrere Anträge eingebracht, nämlich diese Gender Studies, die ja das alles die ideologische Vorbereitung dazu betreiben, nicht länger zu finanzieren. Und dann heißt es ja immer, ja, die AfD will die Wissenschaftsfreiheit einschränken oder abschaffen. Wie falsch und wie perfide ist dieses Argument? Wir wollen bloß die Sonderfinanzierung, die Sonderförderung dieser sogenannten Studien. Das ist ja keine Wissenschaft. Eine Wissenschaft ist ergebnisoffen. Hier steht das Ergebnis ja schon von vornherein fest. Das ist reine Ideologie und Propaganda. Das wollen wir, die Sonderfinanzierung beenden. Und wir wollen die Genderbeauftragten sozusagen abschaffen. Und wir wollen dann den freien Markt entscheiden lassen, wie viel Bedarf an solchen Leuten überhaupt besteht. Und dann wird sich rasch zeigen, die braucht kein Mensch, meine Damen und Herren. Ja, aber mit solchen Massenexperimenten kennt sich die Regierung ja aus. Jürgen Braun hat das angesprochen. Die Corona-Maßnahmen waren ja auch nichts anderes als ein riesengroßes Experiment an der eigenen Bevölkerung. Wir als AfD-Fraktion haben gewarnt von Anfang an, dass diese Maßnahmen alle viel zu weit gehen, dass die Wirkungsweise überhaupt nicht bewiesen ist, solche Maßnahmen. Wir haben die kritischen Fragen gestellt und dann ist uns von all diesen Experten auch im Ausschuss für Bildung und Forschung und wo auch immer, in der Öffentlichkeit haben Sie es ja auch gehört, versichert worden, nein, das ist alles notwendig, es geht nicht anders. Selbst im Nachhinein, jetzt wo ans Licht getreten ist, dass die Impfung diese Wirkung gar nicht hat, die versprochen worden ist, wo die ganzen Schäden offenkundig geworden sind, die Schädigung der Wirtschaft, hat man mir im Bildungsausschuss geantwortet seitens dieser Experten, die ja den Segen der Politik, den Segen der Regierung genießen. Auf die Frage, hatten Sie denn irgendwas besser machen können in der Kommunikation, in der Begleitung dieser Corona-Pandemie? Nein, wir haben hier vielleicht Kleinigkeiten, kann man immer verbessern, aber im Großen und Ganzen haben wir alles richtig gemacht. Und wenige Monate oder Wochen später, wo mir das erzählt worden ist, kommt jetzt ans Licht, die sogenannten RKI-Files, das Robert-Koch-Institut musste sozusagen diese Protokolle offenlegen, was damals alles besprochen worden ist. Und es kommt heraus, die Masken, das Maskentragen war nicht notwendig, das hat diese Wirkung nicht. Die Schulschließungen waren nicht notwendig, haben die Kinder ohne Not geschädigt und in ihrem Lernerfolg zurückgewiesen. Viele haben auch psychische Probleme davongetragen. Die Lockdowns, nicht notwendig, haben die Wirtschaft massiv geschädigt in diesem Land und auch die Impfung, wie gesagt, hat diese Wirkung nicht gehabt. Und das alles, und das kommt jetzt raus, das kommt jetzt in diesen RKI-Files ans Licht, das alles ist damals bekannt gewesen und auch in diesen Gremien diskutiert worden. Aber es kam die Order von oben, es wurde der politische Druck aufgebaut, wir machen das jetzt einfach. Und diese RKI und die Experten, sie haben sich zu den Handlangern und zu Erfüllungsgehilfen dieser für unser Volk so schädlichen Politik degradieren lassen. Und wenn jetzt ein Herr Lauterbach daherkommt und sagt, das sind die Einflüsse gegnerischer oder ausländischer Geheimdienste, die hier sowas verbreiten, dann muss ich sagen, ich mag ja den Begriff Verschwörungstheorie nicht so gerne, aber hier passt er genau. Das ist Verschwörungstheorie in Reinkultur, Herr Lauterbach.
stehlen Sie sich nicht aus Ihrer Verantwortung. Und wir werden Sie zur Verantwortung ziehen. Wir werden nämlich einen solchen Untersuchungsausschuss einrichten zur Corona-Zeit. Darauf können Sie sich verlassen. Und genau deshalb will man uns ja ausschließen und verweigert uns all die Positionen, die uns eigentlich zustehen, fährt eine Lügenkampagne nach der anderen gegen uns. Und ich will es vielleicht noch zum Abschluss erzählen, diese kleine Episode, die sich in meinem Kulturausschuss zugetragen hat oder in meiner Eigenschaft als kulturpolitischer Sprecher. Da wurden wir immer traditionell zur Berlinale, diesem Filmfestival in Berlin, eingeladen, wie alle anderen kulturpolitischen Sprecher aller anderen Fraktionen auch. Ja, und dieses Jahr, was ist geschehen? Es kommt ein Brief in mein Büro und der ist zugleich natürlich auch schon öffentlich und die Medien haben schon vorab davon berichtet, wo mir mitgeteilt wird, Sie sind nicht willkommen, Sie sind ausgeladen und zwar, weil Ihre Partei menschenfeindlich ist, nicht demokratisch und alle möglichen anderen Vorwürfe. Und die Frau Claudia Roth, die Kulturstaatsministerin, die wir alle kennen und lieben, nicht wahr? Sie wäscht ihre Hände in Unschuld und sagt, das ist ja die freie Entscheidung der Festivalleitung, wie sie hier verfahren will. Aber zugleich hat die Frau Roth verkünden lassen, sie bedauert es ja zutiefst, dass die AfD überhaupt so eine Partei im Bundestag sitzt. Mit anderen Worten, sie hat einen Wink mit dem Zaunpfahl gegeben, wenn ihr die auslädt, es ist für mich kein Problem. Damit hat sie natürlich gegen ihre Neutralitätspflicht massiv verstoßen, wie schon so oft. Und dann folgte diese Ausladung und ich habe einen offenen Brief als Antwort verfasst, nicht und dagegen natürlich Protest eingelegt, nicht weil mir die Filme dort so sehr gefallen, die dort gezeigt werden, die ich so gerne sehen würde, das ist eher ein leidiges Pflichtprogramm, das kann ich Ihnen sagen, weil so erfreulich ist das nicht, sondern weil ich natürlich hier die AfD-Wählerschaft repräsentiere und das sind 5 Millionen Wähler oder 10 Millionen, wenn wir die gegenwärtigen Umfragen nehmen. Und deswegen habe ich diesen Festivaldirektoren geantwortet, werden Sie denn auch auf die Steuermittel verzichten, die von diesen Wählern der AfD eingezahlt worden sind und die Sie finanzieren? Und ich behaupte, sogar überproportional sind es AfD-Wähler, die hier Steuern zahlen, weil es ist die Steuerzahlende, die arbeitende Bevölkerung, die hart arbeitende, die unsere Partei wählt. Und wenn Sie auf diese Mittel, und wenn Sie auf diese Mittel nicht bereit sind zu verzichten, dann haben Sie gefälligst einen Vertreter unserer demokratischen Partei auf Ihrem Festival zu akzeptieren. Und wenn Sie das nicht machen, dann werden wir uns überlegen, wie wir dann später dieses Festival überhaupt noch weiter finanzieren. Und Frau Roth und werte Grüne, bis weit in die FDP und CDU hinein, die Sie uns da immer rechtsradikal und Nazis und so weiter nennen. Wissen Sie was? Lassen Sie das einfach. Lassen Sie es einfach. Die Bürger glauben es Ihnen nicht mehr. Diese Nazi-Keule ist stumpf geworden. Sie funktioniert nicht mehr. Und Sie wollten uns ja immer argumentativ stellen. Machen Sie das doch, argumentieren Sie, aber das können Sie nicht, denn Sie haben keine Argumente, denn die Fakten und die Vernunft sind aus unserer Seite und daher kommt ja nur die ganze Diffamierung und das wissen immer mehr Menschen in diesem Land. Und ja, der Abschluss der Berlinale Geschichte, der ging so, dass ja dann an der Endveranstaltung, an der Schlussgala, ausgerechnet dort dann antisemitische Vorfälle zu verzeichnen waren. Da waren sie dann mit dem Palästinensertuch und Free Palestine und was weiß ich noch für Sprüche. Frau Roth saß da und hat applaudiert diesen Leuten. Danach hat sie sich wieder rausgeredet. Wir haben eine Sondersitzung im Kulturausschuss deswegen auch gemacht, wo sie sich
nicht wirklich rechtfertigen konnte. Es ist ein peinliches Schauspiel. Und was ist das für eine Verlogenheit? Zuerst Millionen von Menschen aus Ländern, wo der Judenhass zum guten Ton gehört, unter Umgehung der legalen Vorschriften hier ins Land zu holen und sich dann als Bekämpfer des Antisemitismus auszuspielen und gegen die AfD zu stellen. Wir sind in Wahrheit diejenigen, die für den Schutz der Juden in diesem Land garantieren. Ich sage es für die Zuschauer am Livestream, die es vielleicht nicht gesehen haben. Unsere Fraktionsvorsitzende Dr. Alice Weidel ist gerade hier eingetroffen und hat den verdienten Applaus bekommen. Und es trifft sich sehr gut, dass ich jetzt auf der letzten Seite hier meiner Notizen bin in meiner Rede und zum Schluss komme und nur eines noch sagen will. Wenn die Medien nicht in unserem Sinne berichten würden, das verlangen wir gar nicht, sondern wenn sie neutral berichten würden, wenn sie uns fair behandeln würden. Können Sie sich vorstellen, welche Prozente wir dann haben würden in den Umfragen und in den Wahlen mit all diesen Diffamierungskampagnen und ja, mit dieser Unfairness stehen wir bei 20% bundesweit, über 30% im Osten. Und wäre das der Fall, ich glaube, an einer AfD-Regierung würde nichts mehr vorbeiführen mit Alice Weidel als Bundeskanzlerin. Und damit diese Zustände einkehren und wir ein faires, ein normales, ein geordnetes Mediensystem in diesem Land bekommen, wollen wir nicht nur die GEZ-Gebühren endlich abschaffen, sondern wir wollen diesen öffentlich-rechtlichen Rundfunk so reformieren, so gründlich, dass diese Diffamierung der Opposition, der demokratischen Opposition nicht mehr möglich ist, liebe Freunde. Und wir wollen auch diesen Media Freedom Act der EU, der hier für Zensur sorgt und für gar nichts anderes, das ist ein Orwellscher Titel, es geht nicht um Freiheit, es geht um Zensur, Unterdrückung der freien Meinung. Das wollen wir nicht, das wollen wir zurückfahren, das wollen wir abschaffen und wir wollen uns nicht die Äußerung unserer freien Meinung, die legitime Kritik zur Hassrede deklarieren lassen. Uns treibt nicht der Hass an, das ist die Projektion der anderen, Deutschland, Verrecke und so weiter. Dort ist der Hass, dort, nicht bei uns. Uns treibt, und ich weiß auch, Sie alle treibt an, die Liebe zu unserem Land, die Liebe zu unserem Deutschland, dass wir wieder auf einen guten Weg bringen werden. Vielen Dank. Applaus
Kaufmann, Obmann im Wirtschaftsausschuss anzukündigen. Herzlich willkommen, Malte. Ja, vielen lieben Dank, lieber Marc, liebe Alice, liebe Kollegen. Bin sehr froh, hier heute in Karlsruhe zu sein. Und ich weiß natürlich, viele freuen sich auch schon auf die Rede von unserer Fraktionsvorsitzenden. Deswegen werde ich mich auch relativ kurz halten. Wir hatten ja auch schon einige sehr gute Redner vor mir. Aber einige Punkte möchte ich doch auch zum Thema Wirtschaftspolitik sagen. Da bin ich, wie gerade gesagt wurde, im Ausschuss und auch Obmann der Fraktion und stellvertretender wirtschaftspolitischer Sprecher. Mein Wahlkreis ist in Heidelberg und Rhein-Neckar-Kreis. Da habe ich auch einige gesehen aus Heidelberg und Rhein-Neckar. Meldet euch mal. Sehr schön, dass ihr heute gekommen seid nach Karlsruhe. Und der Kollege Marc Jongen, der hat ja eben gerade von der Ausladung der, von der Berlinale erzählt, dass da keine AfD Mitglieder erwünscht sind. Das Gleiche ist übrigens dieses Wochenende gewesen beim sogenannten Bundespresseball. Ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben. Einmal im Jahr trifft sich also die Presse, die Pressevertreter mit Abgeordneten im Hotel Adlon und machen da einen tollen, opulenten Ball. Und dieses Jahr war die AfD ausgeladen. Aber ich glaube, mit allen Kollegen kann ich sagen, wir sind viel lieber hier in Karlsruhe bei euch als bei diesem Bundespresseball in Berlin an diesem Wochenende. Und bei all den negativen Meldungen, die man im Moment hört in der Presse über die AfD, da wird ja jede Woche fast eine neue Sau durchs Dorf getrieben, will ich uns einfach Mut zusprechen. Wir als AfD, wir sind zwar angegriffen, man sieht es auch draußen an diesen ganzen Gegendemonstranten, auch im Bundestag muss ich sagen, die letzte Woche in Berlin, das war nicht vergnügenssteuerpflichtig, da die Debatten zu hören, gerade was das Selbstbestimmungsrecht anbetrifft, das ist ja wirklich Irrsinn, was da fast jeden Tag in den Plenardebatten gefordert und gemacht wird. Aber wenn man so durch die Gegend fährt, wir haben im Moment das Fraktionsmobil in Baden-Württemberg, da kommt doch viel Zuspruch. Ich habe zusammen mit der Kollegin Baum das Fraktionsmobil von Berlin runtergefahren nach Baden-Württemberg und auf dem Weg, auf der Autobahn und auf den Landstraßen kamen immer wieder Daumen hoch und Hubzeichen von Lkw-Fahrern. Die haben sich gefreut, dass die AfD auf den Straßen ist. Dann musste ich tanken im Rhein-Neckar-Kreis. Wir hatten dann einige Stände, die wir bestückt haben mit diesem Fraktionsmobil. Und ich bin dann reingegangen, als der Tankwart das AfD-Fraktionsmobil, den blauen Bus gesehen hat und mich gesehen hat, als ich reingekommen bin, hat er sich so gefreut und hat gesagt, schön, dass Sie da sind. Sie sind die letzte Hoffnung für Deutschland. Vielen herzlichen Dank. Und in der Politik braucht man einfach einen langen Atem. Man braucht einen langen Atem. Manchmal gehen die Umfragewerte auch ein bisschen runter, aber irgendwann gehen sie auch wieder hoch. Und wir sind jetzt immer noch zwischen 18, 19, 20%. Das ist ja eine Riesenverbesserung von vor 2,5 Jahren, als wir in die zweite Legislaturperiode gekommen sind. Und wenn man mal nach Osten blickt, nach Brandenburg, nach Thüringen, nach Sachsen, da sind wir bei 28, 30, 32%, liebe Freunde. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, auch bei der jungen Generation punkten wir inzwischen, weil die wissen genau, es geht uns an den Kragen, wenn diese Ampelpolitik immer weiter erfolgreich ist, wenn die unseren Wohlstand abbauen, wenn die unsere Arbeitsplätze kaputt machen mit ihrer irrsinnigen Transformationspolitik. Und deswegen haben wir auch in Bayern und in Hessen bei den letzten Wahlen unter den 18- bis 35-Jährigen die höchsten Ergebnisse gehabt. Vielen Dank an die jungen Leute auch, die inzwischen zu uns stehen. Und wir sind ja heute Abend Mitglieder und auch Gäste, aber auch Mitglieder aus ganz Baden-Württemberg oder Baden, auch verschiedene Landkreise vorhanden. Und auch in Baden-Württemberg haben wir dieses Jahr Kommunalwahlen. Und ich sehe
in diesen Reihen ganz viele Kandidaten, die sich für die Kommunalwahlen haben aufstellen lassen. Und ich bin sicher, dass wir im Juni bei der Europawahl auch gleichzeitig bei der Kommunalwahl punkten werden und dieses Land Baden-Württemberg blau färben werden. Das ist unser Anspruch und dafür kämpfen wir auch. Im Bundestag, ja, da gibt es im Moment Diskriminierung ohne Ende. Jetzt gestern wieder im Plenum mehrere Redner, die kommen, also von den Altparteien, die kommen dann ans Mikrofon und sagen, ja, Frau Präsidentin, liebe Kollegen der demokratischen Fraktionen, und dann meinen sie alle außer uns. Ich habe mich gefreut, kürzlich hat der Kollege Stefan Brandner eine Rede angefangen, hat er gesagt, Frau Präsidentin, liebe Kollegen der demokratischen Fraktion AfD, liebe alle anderen, und hat seine Rede so angefangen. Und genau das ist der Punkt. Wir sind die Partei, die für die Demokratie kämpft, seit es die AfD gibt. Ist auch die Wahlbeteiligung wieder nach oben gegangen, hat die Politikverdrossenheit abgenommen, weil es endlich wieder eine Alternative zu wählen gibt in Deutschland, weil wir Dinge ansprechen im Parlament, in Anträgen, in Anfragen, die sonst tabu gewesen sind über viele Jahre hinweg. Und wir sind auch die einzige Partei und die einzige Fraktion, die regelmäßig für mehr Demokratie wirbt im Sinne von mehr Demokratie nach Schweizer Vorbild. Wir wollen das Volk mehr beteiligen, um diesen Irrsinn in Berlin zu stoppen. Jetzt hat man in dieser Legislatur noch eins draufgesetzt. Wir haben schon seit 7 Jahren keinen stellvertretenden Bundestagspräsidenten. In dieser Legislatur haben sie uns jetzt verweigert 3 Ausschussvorsitze. Wir haben ja 25 Ausschüsse des Deutschen Bundestages. Wie gesagt, ich bin im Wirtschaftsausschuss und auch noch Stellvertreter im Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. So viel zur Vorstellung sollten wir ja auch noch machen, damit Sie wissen, wo unsere Fachkompetenzen sind. Übrigens, wir sind da sehr gut aufgestellt als Landesgruppe Baden-Württemberg, regional unterschiedlich in den Wahlkreisen, aber auch Fachkompetenz in den unterschiedlichsten Arbeitskreisen. Man hat es an den Reden auch gesehen. Und jetzt kommt noch dazu, dass man uns nach und nach auch aus anderen Gremien rausdrängen will. Und eins, was mir jetzt ein bisschen schon auch nachgegangen ist, und deswegen möchte ich hier das mal auch erwähnen, ich bin seit einem Jahr Mitglied des FC Bundestag. Also wissen viele gar nicht, da gibt es einen Fußballverein, der also laut Satzung interfraktionell zusammengestellt ist und der trifft sich jeden Dienstag in Plenarwochen und spielt gegen Freizeitmannschaften und Unternehmensmannschaften aus ganz Deutschland. So, jetzt bin ich da ein Jahr lang Mitglied und habe die Position eines Rechtsaußenstürmers da auch eingenommen, was natürlich auch naheliegend ist. Und anscheinend waren wir denen zu gut. Also mein Kollege Jörn König, der Verteidiger ist, und ich, wir haben die Mannschaft ganz schön aufgemischt und ich habe auch einige Tore und Vorlagen geschossen. Jedenfalls, es gab jetzt, ja, ist auch ein Applaus wert, vielen Dank. Es gab aber jetzt ganz viele Briefe, die geschrieben wurden von Antifa-Aktivisten, auch aus Heidelberg und verschiedenen Verbänden, dass es doch nicht sein kann, dass die AfD da in diesem FC-Bundestag mitspielt. Ja, jetzt haben die sich also getroffen, muss man sich mal vorstellen, vor ungefähr 3 Wochen in einer Plenarwoche, in einer Mitgliederversammlung und haben doch dann einfach einen Beschluss gefasst mit einer Mehrheit von 29-11. Die Mitgliedschaft des FC-Bundestag ist unvereinbar mit der Mitgliedschaft bei der AfD. Völlig entgegen der Satzung. Und dann wurde der Team-Captain, der heißt Mahmoud Özdemir, ist im Innenministerium von Frau Faeser, parlamentarischer Staatssekretär, der hat in einem Interview gesagt, ja, jetzt können sich ja die AfDler entscheiden, ob sie lieber in der AfD sein wollen oder beim FC-Bundestag. Also so irrsinnig wird da argumentiert, aber wir lassen das einfach nicht auf sich beruhen. Wir haben jetzt einen Anwalt eingeschaltet und haben dagegen geklagt. Die müssen sich innerhalb von 2 Wochen erklären. Und ich bin ziemlich zuversichtlich, dass wir diesen Prozess gewinnen werden, so wie wir viele andere Prozesse auch gewonnen haben. Ich möchte so ein bisschen noch
zu unserer Parlamentsarbeit, kommen auch aus dem Wirtschaftsausschuss, aber zunächst mal noch zum Thema Corona. Weil viele sagen, ja, was macht ihr denn da im Deutschen Bundestag? Habt ihr da überhaupt Erfolg? Was könnt ihr vorweisen? Na, wir können ganz, ganz viele Anträge vorweisen. Zum Beispiel aus dem Wirtschaftsbereich habe ich kürzlich einen Antrag eingereicht, dass die unsägliche Lieferketten-Sorgfaltspflichten, dieses Gesetz, dass es abgeschafft wird, wurde natürlich abgelehnt. Nur ein kleines Beispiel, können jetzt x weitere Beispiele aufzeigen. Wir machen Anfragen, kleine, große Anfragen. Jeder Abgeordnete kann 4 Anfragen pro Monat stellen. Ich habe zum Beispiel mal die Anfrage in der Corona-Zeit gemacht. Da war ja die Maskenpflicht, auch in Zügen, auch in Flugzeugen. Und dann gab es irgendwann mal ein Bild von einem Regierungsflieger, von Herrn Habeck, der nach Kanada geflogen ist. Und in dem Regierungsflieger hat keiner eine Maske aufgehabt. Habe ich die Anfrage gemacht an die Bundesregierung, wie kann das sein? Es gibt ja diese Corona-Schutzverordnung und da gilt Maskenpflicht in Flugzeugen, dass im Regierungsflieger keiner eine Maske auf hat. Normalerweise müssen die so innerhalb einer Woche antworten und nach einer Woche habe ich eine E-Mail bekommen, Herr Kaufmann, gestatten Sie Fristverlängerung? Ich dachte, wieso braucht man da eine Fristverlängerung? Das ist eine ganz einfache Anfrage. Und dann kam dann nach 2 Wochen endlich die lapidare Antwort, ja, ein Regierungsflieger ist kein Luftverkehrsflugzeug im Sinne der Corona-Verordnung. Ja. Also so haben die sich dann rausgeredet, da können wir also Absurditäten auch herausstellen. Aber was wir verhindert haben, mit Ihrer Hilfe, viele von Ihnen waren montags auf der Straße, viele von Ihnen haben... Viele von Ihnen haben E-Mails geschrieben, allein mein Büro hatte 40.000 bis 50.000 E-Mails zu dieser allgemeinen Impfpflicht. Wir haben sie alle beantwortet, viele auch individuell. Und wir konnten verhindern mit einer geschlossenen AfD-Fraktion und Verwirrung bei den Altparteien, dass die allgemeine Impfpflicht abgelehnt wurde. Das war ein ganz, ganz großer Erfolg der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag. Wenn man in Unternehmen reingeht, dann sagen die 3 Punkte, stören sie im Moment und deswegen verlassen sie auch unser Land in Scharen. Im Moment sind 40.000 Arbeitsplätze in Gefahr, bei ZF zum Beispiel, bei Bosch, bei Miele, BASF geht ins Ausland mit Teilen der Produktion, Continental geht ins Ausland. 3 Dinge, hohe Energiekosten, viel zu hoch, Produktionsbedingungen unattraktiv in Deutschland, viel zu hohe Bürokratie und dann sagen sie auch noch Fachkräftemangel, das sind so die Sachen, die die Unternehmen bewegt. Und wir sind genau die Fraktion, die diese Dinge aufgreift. Wir sagen zum Beispiel, wir brauchen einen gesunden Energiemix, weg von dieser sozial-ökologischen Transformation, zurück zu Kohle und Kernkraft und Gas. All diese Dinge braucht man für eine verlässliche Energieversorgung. Anstatt nur auf den Flatterstrom zu setzen. Wir sagen, die Bürokratie muss massiv entschlackt werden. Ich habe vorhin ein Beispiel genannt. Und Fachkräftemangel, naja, gucken wir uns mal die PISA-Studie an. In Deutschland ist der Fachkräftemangel hausgemacht. Es wird nicht gelöst, wenn wir x Fachkräfte aus dem Ausland holen, sondern wir müssen das Bildungssystem wieder auf Vordermann bringen, dass die jungen Leute dann auch in gute Arbeit kommen können. Das ist unser Anspruch. So viel zu meinen Ausführungen. Wir sind bereit, die Regierung zu übernehmen. Wir wollen unser Land wieder auf Kurs bringen. Mit Ihrer Hilfe vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, lieber Malte. Jetzt habe ich die große Ehre, meinen Kollegen, den stellvertretenden innenpolitischen Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion aus Ludwigsburg, Martin Hess, ganz herzlich bei uns zu begrüßen. Herzlich willkommen, Martin! Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Diese Halle so voll zu sehen, das begeistert mich.
Das belegt nämlich eines: Es tut sich was in Deutschland. Die AfD wird immer stärker. Wir sind nicht mehr aufzuhalten. Und das ist auch gut so. Denn die Lage in unserem Land ist mehr als ernst. Man könnte sie auch als desaströs bezeichnen. Die Kollegen haben aus ihren Bereichen bereits dargelegt, wie es ausschaut. Und ich als ehemaliger Polizeibeamter mit 27 Jahren Diensterfahrung werde jetzt natürlich zu meinem Arbeitsbereich innerhalb der AfD-Bundestagsfraktion ausführen. Und das ist natürlich der Bereich der inneren Sicherheit. Und Sie alle dürften mitbekommen haben, dass dieser Tage die polizeiliche Kriminalstatistik veröffentlicht worden ist. Es ist ja nicht so, dass ich das nicht schon seit Jahren predigen würde. Aber das, was wir jetzt hier an Beleg haben, das, was wir jetzt an Anstiegen zu verzeichnen haben, lässt nur einen Schluss zu. Deutschland ist so unsicher wie nie zuvor. Und der Grund liegt in einer völlig unverantwortlichen, illegalen Massenmigration. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, ich werde mich natürlich jetzt in meinen 8 Minuten, die ich habe, bezüglich der Migrantenkriminalität ganz klar äußern. Aber lassen Sie mich eins vorwegnehmen. Wer die Wahrheit in unserem Land beschreibt, wird, sobald sie sich auf Migration oder Migranten bezieht, in die rechtsextreme Ecke gestellt. Und ich sage Ihnen, dass angesichts der Lage, in der wir sind, damit endlich Schluss sein muss. Die Wahrheit ist niemals rassistisch, sie ist niemals fremdenfeindlich, sie ist einfach nur die Wahrheit und wir müssen sie noch lauter aussprechen, liebe Freunde. Weil die Zahlen nämlich noch viel schlimmer geworden sind, wie ich es mir selbst je hätte vorstellen können. Und wenn ich mir jetzt anschaue, was hier für, verzeihen Sie mir den unparlamentarischen Ausdruck, was hier für Eiertänze vollführt werden, um diesen klaren Befund zu relativieren, da wird es mir richtig gehend schlecht. Ich will Ihnen ein paar Zahlen nennen, damit wir wissen, wovon wir sprechen. Wir haben mittlerweile einen historischen Höchststand in Deutschland mit 214.000 Gewalttaten in nur einem Jahr. Und wir können ganz klar belegen, dass die Anstiege der letzten Jahre nahezu ausschließlich auf Migration zurückzuführen sind. Warum? Wenn wir uns die Anstiege anschauen von 22 auf 23, dann müssen wir Folgendes konstatieren: Die deutschen Tatverdächtigen im Bereich der Gewaltkriminalität haben um lediglich 2,2% zugenommen, während ausländische Tatverdächtige um 14,4% zugenommen haben. Und die sogenannten Zuwanderer, die wir hier millionenfach in unser Land lassen, die sind sogar um 20,3% gestiegen. Also nochmal: Bei den Leuten, die in unser Land kommen und die angeben, Schutz zu wollen, deren Anstieg bei den Tatverdächtigen ist mehr als 10-mal so hoch als bei den deutschen Tatverdächtigen. Und wenn Sie sich jetzt die Verteilung dieser Tatverdächtigen anschauen bei den entsprechenden Delikten, dann werden Sie feststellen, dass wir einen Anteil ausländischer Tatverdächtiger von 41,5% mittlerweile haben, bei einer Wohnbevölkerung von roundabout 15%, also Anteil an der Wohnbevölkerung von 15%, und bei den Zuwanderern, das ist dann fast das Dreifache. Und bei den sogenannten Zuwanderern sieht es noch schlimmer aus. Die haben einen Bevölkerungsanteil, einen Anteil an der Wohnbevölkerung von 2,5% und die haben einen Anteil an den Gesamttatverdächtigen von 13,5%. Also mehr als das Fünffache. Eines gilt es klar zu konstatieren: Aufgrund dieses unbestreitbaren Befundes besteht hier akuter Handlungsbedarf. Wir müssen sofort diese illegale Massenmigration stoppen. Wer sich dem verweigert, versündigt sich an unserem Land und an unserer Bevölkerung.
Und lassen Sie sich bitte von niemandem ins Boxhorn jagen. Wissen Sie, ich habe die Pressekonferenz der Innenministerin verfolgt zu diesem Befund. Sie scheint ja jetzt plötzlich umzuschwenken. Früher hat sie das immer abgetan, negiert. Und jetzt hat sie wohl erkannt, dass mit dem Leugnen keine Politik mehr zu machen ist. Sie hat jetzt umgeschwenkt. Was tut sie? Sie plagiiert die Alternative für Deutschland. Sie sagt so Sätze wie, wer sich in unserem Land nicht an unsere Regeln hält, der muss unser Land wieder verlassen. Kommt Ihnen das bekannt vor? Das sagt die Alternative für Deutschland seit 2013, liebe Freunde. Und wenn jetzt eine Innenministerin sich hinstellt und von uns so dreist laut, dann sage ich zu dieser Ministerin, das, was hier abgeht, ist pure Heuchelei. Und Heuchler haben in einer Regierung nichts zu suchen. Und wissen Sie, der Satz ist zwar inhaltlich nicht falsch, aber es wäre doch besser gewesen, von Anfang an die Politik der Alternative für Deutschland und das, was wir im Deutschen Bundestag als Fraktion auch immer gefordert haben, umzusetzen. Nämlich erst gar keine Gewaltverbrecher, erst gar keine islamistischen Gefährder oder Terroristen in unser Land hineinzulassen. Der Grundsatz müsste lauten, wer sich nicht an unsere Regeln hält, der kommt erst gar nicht in unser Land hinein. Das ist die Politik, die betrieben werden muss, liebe Freunde. Und als sie das sagte, musste ich ja schon sehr in mich hineinlachen, weil zum Thema Glaubwürdigkeit tut sich diese Ampelkoalition ja schon seit ihrem Bestehen sehr schwer. Aber bei diesem Satz, da fällt es mir dann sehr leicht, der Ministerin hier nachzuweisen, dass es an Unglaubwürdigkeit nahezu nicht mehr zu toppen ist. Warum? Sie erinnern sich vielleicht noch, es gibt da einen Bundeskanzler. Der hat es, ich glaube, es war sogar die Spiegel-Titel-Story, da hat er es drauf geschafft. Letztes Jahr, September oder Oktober, Bundeskanzler, ich kann mich nicht mehr erinnern, Scholz, hat gesagt, wir müssen endlich in großem Stile abschieben. Alle haben ihm begeistert zugestimmt. Und was ist bis heute passiert? Gar nichts. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich hoffe, in Ihrem Namen zu sprechen, und ich will das auch mal etwas deutlicher wie üblich ausdrücken, von Leuten, die uns immer leere Versprechungen geben, die dafür sorgen, dass durch das Nichtstun die Lage in unserem Land immer schlechter und schlimmer wird, haben wir gestrichen die Schnauze voll. Und deshalb lassen Sie sich bitte auch nicht von der CDU-CSU ins Boxhorn jagen. Das sind die, die ebenfalls unsere Konzepte kopieren, die uns jahrelang kritisiert haben, uns ins rechte Eck gestellt haben, als sie in der Regierung waren. Und jetzt, wo sie in der Opposition sind, übernehmen sie unsere Konzepte und wollen beim Bürger punkten. Bitte vergessen Sie eines nie. Es ist nicht entscheidend, was ein Politiker sagt. Es ist entscheidend, was ein Politiker tut. Und die CDU-CSU hat 2015 unter Kanzlerin Merkel erst diesen Massenzustrom an illegaler Migration zugelassen. Hätte die CDU-CSU damals unsere Grenzen dicht gemacht, dann würden wir heute nicht hier stehen und über diese Probleme reden. Wer jetzt noch CDU-CSU wählt, der macht den Bock zum Gärtner. Und das sollten wir nicht tun, liebe Freunde. Da wir alle schon sehr gespannt sind auf unsere Fraktionsvorsitzende und Bundesvorsitzende, will ich es dabei belassen. Eines verspreche ich Ihnen. Wir sind Ihre Stimme der Vernunft. Wir sind Ihre Stimme der Wahrheit. Wir sind die Stimme des Wohlstands, der Freiheit und der Sicherheit im Deutschen Bundestag. Und wir lassen uns von nichts und niemandem mundtot machen. Versprochen. Gut. Vielen Dank. So, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir kommen jetzt zum Höhepunkt des Abends. Wir haben uns
unsere Fraktions- und Bundesvorsitzende und zukünftige Bundeskanzlerin. Vielen, vielen herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank für den wunderbaren Applaus hier. Ich freue mich unwahrscheinlich, hier zu sein. Und ich freue mich auch, Sie hier bei diesem wunderbaren Wetter begrüßen zu dürfen, dass Sie sich dafür entschieden haben, sich heute diesen Bürgerdialog anzuschauen und daran teilzunehmen. Ich finde nämlich den Austausch von Argumenten unglaublich wichtig. Und als ich im Vorfeld dieser Veranstaltung die Presseberichterstattung gesehen hatte, was die Antifa in dieser Halle angestellt hat, da musste ich etwas schmunzeln. Denn die Nichtkorrektur von Rechtschreibregeln scheint auch der Antifa, dem Praktikanten der Antifa, eingefahren zu sein, weil ich habe nicht mehr Nazi gelesen, sondern irgendwie Nasi mit einem Strich durch. Ich weiß nicht, wie es Ihnen gegangen ist, aber PISA hinterlässt auch vor allen Dingen bei der Antifa Spuren, wie wir hier heute sehen konnten. Ich habe mir auch Mühe gegeben. Ich dachte so, was ist Nasi, Nasi Goreng? Fast schon Hunger bekommen ein bisschen, aber lassen wir das. Es könnte nämlich alles sehr lustig sein, wenn es nicht so ernst wäre. Aber ich kann Ihnen einfach nur ans Herz legen, bei all dem Ernst der Lage dürfen wir unseren Humor und unsere Lebensfreude nicht verlieren. Wir müssen immer nach vorne schauen. Denn bei dem, was mit den Menschen in diesem Land gemacht wird, wie die Bevölkerung von der etablierten Politik über den Tisch gezogen wird, das muss für uns Anreiz sein für eine bessere Politik und dieses Land vom Kopf auf die Füße zu stellen. Das ist unser Anspruch. Drei Viertel der Deutschen haben keinerlei Vertrauen in Politik, Medien und Kirchen. Und das Schlimme ist, auch nicht in die Politik und in die Polizei und in die Gerichte. Das sind die tragenden Säulen eines Staates. Drei Viertel der Menschen. 69% haben Angst um die Zukunft unseres Landes. 73% finden, dass die Massenzuwanderung ein wahlentscheidendes Thema ist. Nur 8% sehen unser Land auf einem guten Weg. Dazu komme ich gleich noch. 92% der Deutschen sehen dieses Land auf keinem guten Weg. Und liebe Freunde, das sind dramatische Zahlen. Diese Zahlen widerspiegeln den ubiquitären, den allgegenwärtigen Vertrauensverlust in die Eliten, in die Institutionen unseres Landes. Wie kann denn da ein Politiker, die Regierungsbank im Bund,
und in den Ländern. Die Journalie, die Journalisten, die Aktivisten, die Kirchen, die Gewerkschaften, wie kann man da eigentlich noch ruhig im Sessel sitzen? Wie kann man da noch ruhig sein? Die Regierungen machen Politik gegen die Bevölkerung. Und das ist Fakt. Und warum sind die Zahlen so? Warum ist das so? Warum haben die Menschen kein Vertrauen mehr in die Politiker? Weil niemand mehr Verantwortung übernimmt. Das ist der Grund. Niemand übernimmt die Verantwortung. Wo ist die Aufarbeitung, die Verantwortungsübernahme für die Corona-Politik? Wo ist sie? Wo ist die Verantwortung für die Verfassungswidrigkeit, dass man Menschen eingesperrt hat, dass man Senioren im Seniorenheim den Besuch verweigert hat? Wer übernimmt die Verantwortung für die verlorene Generation von Kindern und Jugendlichen, die auf dem Spielplatz sich nicht treffen konnten, denen Masken aufgepfropft wurde? Wer übernimmt die Verantwortung für die Stigmatisierung von unschuldigen Menschen, Stigmatisierung von Ungeimpften? Wer übernimmt dafür die Verantwortung? Niemand. Und warum sage ich das? Darum ist es so wichtig, so ein Korrektiv zu haben, wie die Alternative für Deutschland im Deutschen Bundestag. Denn wir werden und wollen Verantwortung übernehmen, dass dieser Schindluder endlich aufhört. Wo ist die Ernsthaftigkeit in der Politik, die betrieben wird? Ich habe es eben schon gehört. Bei der desolaten Lage in unserem Land, wir haben das hier von meinen lieben, geschätzten Kollegen in den Vorreden gehört. Bei dieser desolaten Lage liegen die Probleme doch auf dem Tisch. Was wird stattdessen gemacht? Im Bundestag permanente Nabelschau. Die Eitelkeiten, die da eine ganz große Rolle spielen. Vor allem von einem Friedrich Merz. Dabei ist die CDU die Partei gewesen, die dieses Land kaputt gemacht hat. Um es mal ganz klar zu sagen. Schauen wir uns eine Figur wie Karl Lauterbach an. Anstatt Verantwortung zu übernehmen, endlich mal den Stuhl zu rollen, dass wir diesen Mann nicht mehr sehen müssen. Legalisierung von Cannabis. Freies Kiffen für alles, alle, dass man das noch aushalten kann. Was ist das für eine Politik, die hier betrieben wird? Oder bei all den Problemen, die hier auf dem Tisch liegen, Bildungsmisere. Wer übernimmt die Verantwortung für die verlorene Generation? PISA-Tests haben wir gerade schon gehört. Deutschland war einmal führend in der Bildung. Was bilden wir heute aus? Die Kinder können nicht mehr richtig sprechen, rechnen und sie können auch nicht mehr richtig schreiben. Sie lernen auch nicht mal vernünftiges Deutsch in der Schule. Und diese Woche die Krönung, einfach die Rechtschreibfehler daraus zu streichen, die dann nicht mehr in die Note einwirken sollen. Hat das was mit verantwortungsvoller Politik zu tun? Und stattdessen dürfen sich die Kinder, 14-Jährige, ihr Geschlecht einmal im Jahr aussuchen. Warum sage ich das? Weil das Ausfluss einer völlig irregeleiteten, verrückt gewordenen Politik ist, mit der wir Schluss machen werden, liebe Freunde. Applaus.
Die Kinder werden Kinder und Jugendliche. Und sie können nichts dafür. Sie werden von diesem Staat, allen voran hier im grünen Baden-Württemberg, sie werden um ihre Bildung gebracht und sie werden zu Idioten gemacht. Und damit muss Schluss sein. Wir wollen wieder vorne sein weltweit, was die Bildung anbelangt. Das ist doch verantwortliche Politik. Wer trägt die Verantwortung für die Deindustrialisierung, für das Verbrennerverbot? Wer trägt dafür die Verantwortung? Wer trägt die Verantwortung für die völlig irregeleitete Energiepolitik, die in diesem Land vollzogen wird? Deutschland ist zum Geisterfahrer, zum energiepolitischen Geisterfahrer weltweit geworden. Kein Industrieland verhält sich so. Geht so intelligente Politik? Ich glaube nicht. Wir haben einen Exodus von Unternehmen. Wozu führt das? Zum Verlust von Hunderttausenden, Millionen von Arbeitsplätzen. Wir haben eine E-Auto-Planwirtschaft, die nicht funktioniert. Wir haben ein zerstörtes Preissystem durch die betriebene Subventionspolitik. Auch das ist kaputt. Wir haben eine gigantische Wertvernichtung. Die Energiewende ist nichts anderes als die teuerste Zerstörung funktionierender Infrastruktur. Es ist nichts anderes. Eine gigantische Wertvernichtung. Wir durften ja jetzt gerade ein Jahr AKW-Stopp-Verbot feiern. Vor einem Jahr rund wurden die restlichen Atomkraftwerke abgestellt. Jetzt zu Ostern wurden, glaube ich, ein Dutzend Kohlekraftwerke, moderne Kohlekraftwerke. Dazu muss man nämlich sagen, Deutschland hat die modernsten Kohlekraftwerke, so wie wir auch die modernsten Atomkraftwerke hatten. Nun importieren wir Atomstrom aus dem Ausland und wir schalten zusätzlich neben der hohen Energiebepreisung auch noch die modernen Kohlekraftwerke ab. Ein Dutzend jetzt gerade um Ostern rum. Wissen Sie eigentlich, dass Baden-Württemberg um Ostern ebenfalls nur knapp am Blackout vorbeigeschrammt ist? Geht so verantwortungsvolle Politik? Ich glaube nicht. Und darum sind wir eben auch angetreten und sagen ganz klar, wir brauchen eine Diversifizierung unseres Energieangebotes. Und dazu gehören doch ganz klar Kernkraftwerke, die Zufuhr von günstigem Gas. Wo bleibt hier die Aufklärung von der Nord Stream 2-Sprengung? Wo bleibt denn die? Nur ein Land ohne Rückgrat lässt es zu. Eine Regierung ohne Rückgrat lässt es zu, dass ihm die vitale Energieinfrastruktur vor der Nase weggesprengt wird, wo die Interessen ganz klar liegen. Wir brauchen Gas, günstiges Gas. Und was natürlich auch nicht dazu gesagt wird, dass Gas eigentlich die ganze Zeit eine günstige Kompensation der Energiewende gewesen ist. Sie hat nämlich übertüncht die Gaszufuhr, dass die Energiewende überhaupt nie funktioniert hat. Ein Industriestaat lässt sich rein physikalisch, ist natürlich klar, wenn man zu doof ist, dann versteht man das nicht. Oder wenn man es böse meint, wenn man es weiß, aber dann trotzdem macht, dann ist man ein Verbrecher, um es mal ganz klar zu sagen. Es funktioniert nicht. Windkraft, Sonnenstrom kann nicht funktionieren. Wenn kein Wind bläst und keine Sonne scheint, dann gibt es auch keinen Strom. Und darum lässt sich ein Industriestaat wie Deutschland nicht mit Flatterstrom betreiben. Und da hilft es auch nicht, unsere ganzen Naturlandschaften
zu verschandeln und Wälder abzuholzen. Wisst ihr, mit welchem Gedanken ich gespielt habe? Und vielleicht setze ich es auch noch mal um, weil ich finde, dass die AfD die neue konservative Umweltbewegung ist. Ich binde mich noch vor einen Baum. Ich binde mich davor, dass dieser Baum nicht gefällt wird. Und wir sollten uns alle an die Bäume binden, an die alten Bäume. Ja, sie lachen. Ja, genau das braucht es doch, damit die unsere Bäume, unsere Wälder nicht weiter abholzen, diese Irren aus Berlin. Es reicht. Ich weiß, ihr stellt euch gerade alle vor, wie wir aussehen am Baum. Aber da müssen wir alle noch durch, ich sag's euch. Ne? Oder nach der Habeck'schen Logik, ja, wieso, der Wald, der ist zwar weg, aber der ist auch noch ein Wald, er hat nur keine Bäume, oder? Stellt euch doch nicht so an, das ist die Logik der Grünen. Naja, wer übernimmt Verantwortung für die Folgen der Massenmigration? Der Masseneinbürgerung, der Massenkriminalität. Wir haben es eben von meinem Vorredner Martin Hess gehört. Diese Woche kam die polizeiliche Kriminalstatistik raus. Und da möchte ich gar nicht auf die Zahlen mehr eingehen. Das muss ich jetzt nicht mehr tun. Ich habe sie mir fein säuberlich aufgeschrieben. Lassen Sie mich einfach darüber reden, was vielleicht so etwas kosten kann. Der Ökonom Raffelhüschen, der die Migrationspolitik übrigens die dümmste, nee, dumm wie Stroh nennt, seine Frau ist in der FDP, hat mal ausgerechnet, aber auch eine ganz, ganz angenehme Frau, nicht so wie Agnes Strack-Zimmermann, über die reden wir aber gleich noch, dass die Folgekosten dieser unqualifizierten Massenzuwanderung und Einbürgerung, wie viel kostet? 5,8 Billionen Euro. Ich habe in einer meiner vergangenen Rede einfach mal Herrn Habeck gefragt, ob er da in den Dimensionen von Billionen rechnen kann. Wie viele Nullen hat eine Billion? Hat er nicht drauf reagiert, hat er gesagt, ach was, das lasse ich jetzt. Aber 6 Billionen ist eine Zahl mit 12 Nullen, fast so viele wie in unserer Bundesregierung sitzen. Nicht wahr? Die polizeiliche Kriminalstatistik ist ein Desaster. Es ist ein Desaster, es ist ein Drama. Seit Merkels Willkommensputsch, und nochmal, die CDU hat die Grenzen aufgemacht und aufgelassen. Seit Merkels Willkommensputsch 2015 wurden mehr als 7000 Frauen vergewaltigt in diesem Land. Und die Gewalt richtet sich hauptsächlich gegen Frauen. In Frankfurt hatten wir auch eine Zahl aus, ne, die Sexualdelikte, 100%iger Ausländeranteil, allein in der Stadt Frankfurt. Jeder von Ihnen, der mal in Frankfurt war, weiß, wovon ich rede. Ich habe da früher mal gearbeitet, vor 2015, es war damals schon ganz schlimm. Dann bin ich da mal durchgereist, da wollen Sie gar nicht mehr aus dem Zug aussteigen und eigentlich wieder zurück aus dem Sackbahnhof aus Frankfurt rausfahren, weil Frankfurt mittlerweile eine gescheiterte Stadt ist, eine failed city. Und darum hat doch tatsächlich eine britische Zeitung eine Reisewarnung rausgegeben, jetzt zur EM, Leute, geht nicht nach Frankfurt, da könnte euch was passieren. Und das hat Nancy Faeser zu verantworten und davor
die CDU. Diese Leute haben die Sicherheitslage unseres Landes vollständig ruiniert. Lassen Sie mich noch eins sagen zu der gesamten Verantwortungslage für die Kriegstreiberei, die in diesem Land betrieben wird. Ich habe in einer meiner vergangenen Reden für das Wort Kriegstreiberei habe ich von der Bundestagsvizepräsidentin Göring-Eckardt einen Ordnungsruf erhalten. Kriegstreiberei. Da muss man sich die Frage stellen, ja, was ist das denn eigentlich sonst, was diese Regierung hier betreibt? Es ist Kriegstreiberei. Diese Regierung treibt uns in eine ungehörige Sicherheitslage. Es wird immer weiter an der Eskalationsspirale gedreht. Deutschland ist Mithauptlieferant von Kriegsmaterial und auch von finanziellen Hilfen. Man spielt mit unserer Sicherheit und man spielt mit der Eskalation des Ukraine-Krieges bis zu einem Dritten Weltkrieg. Und wenn ich mir die Reden im Bundestag anhöre, dann denke ich mir, wie geschichtsvergessen müssen diese Menschen sein, die diese schlimmen, aggressiven Reden halten, die so unreflektiert sind, die nur ein Schwarz-Weiß-Denken haben, die den einen dämonisieren und den anderen hochloben. So sieht doch keine seriöse Politik aus. Deutschland muss doch ein neutraler Mittler sein in diesem Krieg, in diesem schrecklichen. Diese Rolle haben diese Leute verspielt. Und sie spielen mit unser aller Leben. Und da bin ich auch wieder bei der Verantwortung. Diese Menschen, die dort in der Regierung sitzen, die das wollen, sollen bitte selbst die Verantwortung tragen. Sie sollen selbst in die Ukraine gehen. Sie sollen dort selbst dienen. Wenn Sie das wollen, dann sollen Sie Ihre eigenen Kinder und Söhne und Töchter in die Ukraine schicken. Und vor allen Dingen mögen Sie bitte die wehrpflichtigen Ukrainer, die hier im Bürgergeld hängen, auch bitte zurück an die Front schicken. Und noch eins zu dieser unglaublich aggressiven, aus meinem inneren, intuitiven Empfinden, hochgefährlichen Person, Agnes Strack-Zimmermann. Ich kann einfach nur hoffen, dass die gute Dame so ein Wahldesaster für ihre Partei bei den Europawahlen einfährt. Und wenn es nach mir ginge, und man verzeihe mir das wirklich, aber ich empfinde wirklich so, vor allen Dingen diese Frau sollte Verantwortung tragen für das, was sie sagt. Sie soll sich selbst auf eine Taurus-Rakete setzen und in die Ukraine fliegen und nie mehr zurückkommen. Und ich habe vielleicht noch eins zum Schluss, weil ich finde, das möchte ich Ihnen gerne mit auf den Weg geben. Ich bin unglaublich interessiert in historische Sachbücher. Das ist mein Hobby. Ich bin geschichtsinteressiert. Es ist meine Passion. Ich lese eigentlich, ja gut, jetzt gerade über das Mittelalter, aber ich habe vor allen Dingen auch, das spielt jetzt hier keine Rolle, aber ich kann schließen, dass sich die Geschichte wiederholt und dass wir unbedingt Kenntnisse über unsere Geschichte haben sollten, damit wir eben auch in historischen Zyklen und Mechanismen denken lernen, welches Instrumentarium angewandt wird, weil die Geschichte wiederholt sich.
Und ich habe enorme Sorgen, dass wir hier in etwas reinstolpern, was wir nachher nicht mehr kontrollieren können. Und ich kann Ihnen sagen, dass meine feste Überzeugung ist, die Alternative für Deutschland ist die einzige Partei, die das überhaupt noch stoppen kann. Wir sind die Einzigen, die das stoppen können. Weil die Mechanismen immer die gleichen sind. Und zu den Mechanismen möchte ich Ihnen ein Buch zeigen, was sich hier die Prinzipien der Kriegspropaganda nennt. Und dieses Buch, das ist in der deutschen Übersetzung, das wurde überarbeitet von Frau Morelli, basiert auf einem Buch, ich meine von Arthur Ponsonby, das ist ein britischer Autor gewesen, der auch sehr, sehr hochrangig sich dort bewegt hat. Der hat ein Buch geschrieben, Moment, genau, Falsehood in Wartime. Das hat er rausgebracht im Jahr 1928. Und diese Prinzipien vom Falsehood, also die Fälschung, Propaganda, die da rausgebracht wurde, wurden hier in 10 Punkten zusammengefasst. Und vielleicht mag Ihnen das ja bekannt vorkommen, in dem, was heute hier passiert. Propagandaregel Nummer 1. Wir wollen keinen Krieg. Propagandaregel Nummer 2. Das feindliche Lager trägt die alleinige Schuld am Krieg. Regel Nummer 3. Der Feind hat dämonische Züge. 4. Wir kämpfen für eine gute Sache und nicht für eigennützige Ziele. 5. Der Feind begeht mit Absicht Grausamkeiten. Wenn uns Fehler unterlaufen, dann nur versehentlich. 6. Der Feind verwendet unerlaubte Waffen. 7. Unsere Verluste sind gering, die des Gegners aber enorm. 8. Unsere Sache wird von Künstlern und Intellektuellen unterstützt. 1928, ja. 9. Unsere Mission ist heilig. 10. Wer unsere Berichterstattung in Zweifel zieht, der ist ein Verräter. Und mit diesen Worten möchte ich für heute schließen. Wir sind angetreten als das Korrektiv in der Bundesrepublik Deutschland. Wir wollen regieren und wir werden regieren, weil wir es müssen, um dieses Land zu retten. Das ist unsere feste Überzeugung. Ich bedanke mich herzlich. Vielen Dank. Dankeschön. Weidel, für deine großartige Rede. Und ich denke, wir haben es klar und deutlich heute zum Ausdruck gebracht. Wir werden uns unsere Demokratie zurückholen. Wir werden dafür sorgen, dass die Freiheit auch in Deutschland bestehen bleibt. Und vor allem werden
So, wo sollen wir uns hinstellen? So, also die gehen jetzt nach hinten raus. Genau. Gut. Genau, ich würde dann bitten, die Abgeordneten dann rauszugehen, dann jeweils, da muss es für jeden einen Tisch geben, wo der Name schon draufsteht. Das würde ich dann jetzt drum bitten. So, ihr managt das ja mit dem Video.